Ich befinde mich gerade auf dem internationalen Garnelen-Championat in Hannover. Bist du auch in Hannover auf dem Garnelen-Championat? Schreib mal bitte unten in die Kommentare. Heute möchten wir euch mal einen Außenfilter vorstellen, nämlich einen JBL-Außenfilter. Ich wünsche euch viel Spaß damit und Film ab! Außenfilter featuring JBL Crystal Profi E401. Der Außenfilter ist fast das Nonplusultra bei der Filterwahl am Aquarium und hat fast keine Nachteile. Was er sonst noch so kann, wie er aufgebaut ist und alles über den JBL Crystal Profi E401 erfahrt ihr in diesem Video. Packen wir den JBL Crystal Profi Filter aus, springt uns als erstes direkt der schöne große Filterkorb an. Unsere Version hier ist für kleine Aquarien bis zu 100 oder 120 Litern perfekt geeignet. Somit also perfekt für dieses Aquarium hier. Weiterhin im Lieferumfang enthalten sind mehrere Schläuche, einige Saugnäpfe zur Befestigung und verschiedene Ein- und Ausläufe. Natürlich ist auch das benötigte Filtermaterial dabei. Hier sticht direkt der erste Vorteil eines Außenfilters heraus. Sichtbar sind ausschließlich Ein- und Ausläufe für das Wasser, wodurch das Layout nicht gestört wird. JBL legt zu dem Filter gleich zwei verschiedene Möglichkeiten bei, das Wasser in das Aquarium laufen zu lassen. So gibt es den klassischen flachen Auslauf und das Düsenstrahlrohr, welches das Wasser über eine große Fläche verteilt ausstrahlt. Öffnen wir den Filter. Die kleine Variante des Crystal Profis hat nur einen Filterkorb, was jedoch für kleine Aquarien ausreicht und bis zum Rand mit Filtermaterial bestückt ist. Als erstes finden wir hier einen groben Schwamm. Dieser hält große Schmutzteile wie alte Pflanzenblätter oder groben Mulm zurück. Danach folgen noch feinere Schwämme. Diese erfüllen dieselbe Aufgabe wie der Schwamm zuvor. Sie halten jedoch auch feinere Schmutzpartikel auf. Gleichzeitig bildet sich in und an dem Schwamm mit der Zeit eine Mulmschicht. In dieser Mulmschicht befinden sich Millionen von Bakterien, die beim Abbau von Schadstoffen und bei der Reinigung des Wassers helfen. Doch speziell für diese Bakterien ist das nachfolgende grobe Filtermaterial zuständig. JBL legt mit Micromec kleine, sehr grobe Steinchen bei. Diese sind perfekt für die Siedlungsfläche von Bakterien geeignet. Diese Steinchen sollte man niemals austauschen oder im Trocknen stehen lassen, da sonst die wertvollen Bakterien absterben. Der Filter selbst fördert pro Stunde 450 Liter, was für Aquarien von bis zu 100 oder 120 Liter ausreichend ist. Hat man ein größeres Aquarium, kann man einen Blick auf seine größeren Brüder werfen. So zum Beispiel den JBL Crystal Profi E901, der für bis zu 300 Liter fassende Aquarien geeignet ist. Ein Link zu weiteren Crystal Profi Filtern ist in der Videobeschreibung. So wie die meisten Außenfilter baut auch JBL einen Selbstansaugknopf ein. Man muss den Filter einfach wie beschrieben aufbauen, den Knopf mehrmals betätigen, um den Behälter zu füllen. Dann saugt der Filter schon automatisch Wasser an. Ist er komplett mit Wasser gefüllt, kann er angeschaltet werden. Dies funktioniert in den meisten Fällen sehr gut. Im Betrieb läuft er leise, und das wirklich leise. Neben den allgemein guten Filterfunktionen sind die größten Vorteile, die den JBL Crystal Profi von anderen Außenfiltern abheben, unserer Meinung nach erstens sein leiser Lauf und zweitens der sehr gut verarbeitete Kunststoff. Bei vielen anderen Außenfiltern hatten wir das Problem, dass der Filterkopf nach dem Reinigen nicht richtig aufzusetzen ging, die Dichtung nicht richtig schloss oder Plastikteile einfach minderwertig verbaut wurden. Dies ist beim JBL Crystal Profi nicht so. Das erleichtert die Reinigung immens. Ebenfalls ist uns aufgefallen, dass JBL irgendein Wunderplastik verwendet, das nicht schlüpfrig wird. Durch die Algen und weitere Bakterien sind Plastikteile im Filter oft mit einer Schicht überlagert. Beim Crystal Profi ist das selbst nach Monaten ohne Reinigung nicht so. Perfekt. Die Reinigung des Filters gestaltet sich ebenfalls leicht. Man schließt die Verschlüsse an den Schläuchen, entfernt die Schläuche, Filterkorb öffnen, grob die Schwämme reinigen, Filterkorb zu, Schläuche dran und fertig. Im Großen und Ganzen ist der Außenfilter also ein perfekter Filter für alle Aquariengrößen von 40 bis 800 Litern und eignet sich meistens trotz des etwas höheren Anschaffungspreises.
Der JBL Crystal Profi kann durch eine hochwertige Verarbeitung und Laufruhe besonders überzeugen, wodurch wir euch den Filter nach unseren eigenen Erfahrungen empfehlen können. Hast du selbst einen Außenfilter im Betrieb? Dann schreib es bitte unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gibt es einen Daumen nach oben und hier in der Ecke kannst du nochmal unseren Kanal abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video und ihr schaltet wieder ein und ich sage, schaust du gerne TV, wirst du gerne schlau. Bis dann!